auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich musste an eine Lage denken, wo Menschen eigentlich den Glauben nicht bekennen durften, im Gefängnis waren wegen ihrem Glauben. Und es war ganz ruhig. Eine sagte zum anderen, heute Morgen ist Ostern. Und plötzlich ging durchs Gefängnis der Ruf, der Herr ist auferstanden. Und das ganze Gefängnis antwortete, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Geschichte geht weiter, dass die dann den ganzen Tag hart arbeiten mussten als Strafe, aber eine Freude in allem war. Wo unser Herr kommt, wo wir merken, dass er der auferstandene Herr ist, da verändert sich was. Wir wollen bitten, lasst uns mit einem Gebet beginnen und ihn einladen, den auferstandenen Herrn, dass er heute Morgen bei uns ist, dass wir in seiner Gegenwart ihn erleben und er das bringt, was er uns geben will. Herr, du bist der auferstandene Herr. Du bist hier durch deinen Geist. Und willst uns begegnen durch Wort, durch die Lieder, die wir singen, durch die Worte, die wir hören, durch Anbetung, durch deinen Geist, willst du bei uns sein, Herr. Wir wollen bitten, dass du einen jeden da begegnest, wo wir sind, dass wir deine Liebe erfahren und deine Nähe und dass dein Licht in unser Herzen hineinleuchtet. Lass es bei uns Ostern werden. Ja, ihr habt gerade den Bibeltext, das Evangelium aus Lukas 24 gehört. Zwei Frauen machen sich auf zum Grab. Es gab keine schlechteren Zeugen als eigentlich Frauen. Kinder wären vielleicht noch zu nennen. Denn Frauen galten damals als nicht als Zeugen bei Gericht. Und sie sollten die Ersten sein, die die Auferstehung Jesu mitbekommen, gezeigt bekommen. Da sehen wir wieder, der Herr Jesus führt seine Linie fort. Was die Menschen als gering achten, achtet er als hoch. Daher sind die Frauen genau die richtigen Zeugen für die Auferstehung Jesu. Sie machen sich frühmorgens auf, heißt es in dem Text. Frühmorgens, wir haben frühmorgens Sonntag. Ihr seht, ihr seid im Dunkeln gekommen und so langsam kommt das Licht durch die Scheiben hindurch. Es symbolisiert einfach die Auferstehung, die Herrlichkeit Jesu, die wieder auf Erden gekommen ist. Frühmorgens auf, der Herr Jesus liegt momentan einen Tag und zwei Nächte in seinem Grab. Wir nach unserem Ermessen würden wir sagen, das sind ja gar keine drei Tage. Nach jüdischer Denkweise sind das aber drei Tage, denn bei ihnen fängt der Tag abends um 18 Uhr an. Somit sind das drei volle Tage für sie. Wenn Jesus nach einem Tag auferstanden wäre oder nach zwei Tagen, dann galt das für den Juden, er war gar nicht richtig tot. Daher mussten es mindestens drei Tage sein. Also vier, fünf, sechs Tage später wäre auch okay natürlich gewesen, aber niemals früher. Weil der Jude dachte, der Geist des Lebenden ist noch bei dem Körper. Und damit wäre er gar nicht richtig tot. Daher mussten es drei Tage nach jüdischer Denkweise sein, dass er wirklich tot war. Somit war da die Auferstehung ein wirkliches Wunder. Eine Tatsache, die noch nie passiert ist. Die zwei Frauen, Maria von Magdala und die Mutter von Jakobus, die auch Maria heißt, heißt es, machen sich früh auf. Sie wollten den toten Leichnam salben mit Öl und salben, wohlriechenden Ölen heißt es sogar. Wohlriechende Öle hat man vor allem für Könige genommen, aber sie nahmen das für den Herrn Jesus. Einen unermesslichen Preis, den sie dafür gezahlt haben. Und die Salbung konnten sie leider nicht vorher machen. Denn bevor man jemanden ins Grab legt, wird er eigentlich einbalsamiert. Es verzögert auch die Verwesung und es lässt den Leichnam besser aussehen. Da aber Jesus vor Beginn des Sabbats verstorben ist, haben sie das verschoben auf heute. Auf diesen Auferstehungstag. Vorteilhaft war dabei, dass es April war. April war es noch kühl. Wenn das im Sommer gewesen wäre, wäre der Leichnam so am Riechen, dass es unerträglich wäre, ihn einzubalsamieren. So konnten sie sich dem Leichnam nähern.
Aber auf dem Weg dorthin zum Grab besprachen sie erstmal, wie kriegen wir überhaupt erstmal den Grabstein weg? Zwei, drei Leute braucht es nämlich, um diesen Grabstein in die Mulde vor der Öffnung hinein zu bugsieren, hineinzuwälzen. Aber man spricht etwa bis zu 20 Männer brauchst du, um den wieder wegzukriegen da. Ich habe mich an der Stelle gefragt, warum haben sie nicht die Jünger schon mal mitgenommen? Hätten sie schon mal die Hälfte. Aber die waren jetzt gar nicht relevant. Die zwei Frauen sollten sein, die der Zeugen der Auferstehung werden. Es ist 5.30 Uhr. Um 5:30 haben wir auch unseren Gottesdienst bekommen, ganz bewusst. Es ist 5.30 Uhr. 5:30, als sie zum Grab kommen und erstaunt sind, das Problem hat schon jemand gelöst. Das Grab steht offen. Wer war denn da gewesen, schon vor uns? Könnt ihr euch die Fragen der Frauen euch vorstellen, die sich jetzt gestellt haben? Wer war denn hier? Was haben die denn gemacht? Und nun eilen sie in das Grab hinein und dann ist auf einmal auch noch der Leichnam weg. Ihnen kam nicht in den Sinn, was Jesus zuvor schon gesagt hat. In Lukas 18, Verse 31 bis 34 sprach zu seinen Jüngern, und die zwei Frauen waren mit Sicherheit dabei, der Menschensohn wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt, angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Und jetzt hört mal genau hin. Die Hörer, die das jetzt gehört haben, wird Folgendes über sie gesagt. Die Jünger begriffen von alledem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Dass Jesus auferstehen soll, ist eine Unmöglichkeit. Es geht nicht. In ihren Köpfen war das unmöglich. Obwohl Jesus, heißt es in Lukas Evangelium, dreimal davon erzählt hat. Dreimal davon gesprochen hat, dass er wieder auferstehen wird, wenn er stirbt. Für sie auch keine Möglichkeit gewesen, eine Option, eine Lösungsmöglichkeit für die Frauen, dass sie gedacht haben, die Worte Jesu haben sich erfüllt. Also es mussten andere noch daherkommen und ihnen das deutlich machen. Das heißt in dem gelesenen Text, zwei Männer mit glänzenden Kleidern traten zu ihnen in die Grabhöhle. Sie erschraken, damit haben sie nicht gerechnet, weil sie noch verwundert waren, wo Jesus liegt. Und sie sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Der Tod hat eine schreckliche Fratze. Der Tod zerreißt Ehepaare, zerreißt Familien, zerreißt Gemeinde. Jemand wird aus unserer Mitte gerissen. Er ist sehr zerstörerisch. Wir erleben das gerade hautnah mit unserem lieben Bernd Kiefer. Er ist uns weggerissen worden. Wir leiden alle wie Hunde, sage ich mal. Wir denken an die Familien. Und ich habe mir gedacht, wenn jemand weggerissen wird, dann ist die beste Jahreszeit doch Ostern, wo wir uns einander Mut machen können und sagen, wir werden auferstehen. Er ist jetzt bei Jesus. Und eines Tages, wenn wir dran sind zu gehen, dann wird er auf uns warten und uns, wie er es üblich macht, mit einem großen Lächeln in Empfang nehmen. Ich freue mich auf diesen Tag und ich weiß, ich bin da nicht alleine, wenn wir ihn wiedersehen werden. Es ist gut zu wissen, dass es eine Auferstehung gibt. Wir können uns wirklich trösten damit. Wir werden am Grab niemals diesen Satz sagen müssen und tschüss. Wir dürfen sagen, die wir glauben, auf Wiedersehen. Und bis dahin wünschen wir dir alles Gute. Und wisst ihr, was das Gute ist? Irgendwann ist der Tod mal dran. Irgendwann wird der Tod mal dran glauben müssen und wird besiegt. Wer macht das? Der,
der das Leben schenkt, Jesus Christus. Wir lesen davon in der Offenbarung. Gott sei Dank, dass dieser Tag kommen wird, dass er nicht mehr Familien trennt von jemandem, der verstorben ist, nicht mehr Gemeinden trennt von jemandem, den wir sehr lieb gewonnen haben. Was sucht ihr Bernd bei den Toten? Er ist bei den Lebenden. Was sucht ihr Jesus bei den Toten? Er ist bei den Lebenden. Der Herr ist auferstanden. Ja, damit hat nicht das Kreuz das letzte Wort, wo er gestorben ist, sondern die Auferstehung, das leere Grab. Psalm 16, Verse 10 und 11 machen uns das nochmal deutlich. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Da wollen wir doch hin, oder? Dort, wo unser Herr Jesus Christus ist. Dort, wo kein Tod mehr regiert, wo kein Leid mehr ist. Da werden wir eines Tages sein. Lass uns das nochmal bewusst machen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber diese Tatsache, dass diese Auferstehung wahr ist und dass wir auferstehen werden, ist auch mit einer Aufgabe verbunden. Und da möchte ich jetzt Edwin nach vorne bitten, uns davon zu erzählen. Die Frauen hören, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünde und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Wo und wann unser Herr uns begegnet, das liegt in seiner Hand. Wann er sich offenbart und uns zeigt, das liegt in seiner Hand. Wann er tröstet, wann er das gibt, was wir brauchen, wann es Osten wird in unserem Leben, das liegt in seiner Hand. Die Frauen sind zum Grab gekommen. In dieser Geschichte zeigte sich den Frauen noch nicht und Petrus auch nicht. In einer anderen Geschichte, etwas später, ist er plötzlich da. So ist es auch in unserem Leben. Manchmal spüren wir Gottes Gegenwart nicht. Viele haben diese letzten Tage wirklich das erlebt, was diese Frauen erlebt haben. Tage am Sabbat, wo man nichts tun kann. Sie wollten wahrscheinlich schon zum Grab, wie es üblich war, die Salbung vornehmen, aber sie konnten nicht. Sie mussten warten, weil es Sabbat war. Das Leben ging einfach weiter, obwohl Jesus gestorben war. Und sie mussten warten. Und wenn ich die letzten Tage so darüber nachdenke, was wir hier erlebt haben, war es auch ein Warten. War es manchmal schwer. Man kann nichts tun, man weiß nicht viel. Und man muss warten. Aber was gut ist, ist, wenn wir sehen, wie diese Frauen zum Grab gehen und sie hören von zwei Männern, er ist auferstanden. Da hören sie es schon mal. Es wird langsam vorbereitet, dass sie erkennen, was mit Jesus geschehen ist. Es ist etwas, was wir immer wieder erleben müssen in unserem Leben, in guten Zeiten wie in schweren Zeiten. Dass er auferstanden ist. Und wenn wir uns zu ihm halten, ist es manchmal so, da wissen wir einfach, da ist er da. Wir haben an Ostern viele Jahre her, 1997, zusammengesessen als Familie in einer ganz schweren Lage, wo es um den Mord meines Vaters, er ist geschossen worden, war gelähmt und lag im Krankenhaus und wir waren als Familie zusammen. Plötzlich, in
diesen Stunden wurde es Ostern. Wir merkten, dass der Herr da war. Ich weiß das bis heute. Wie er da erschienen ist unter uns, Geschwister, als wir gemeinsam beteten. Er war plötzlich da. Ich wünsche, dass uns hier als Gemeinde, die tiefe Familie, die das Schwere durchmachen, und jeden von uns, dass der Herr wirklich da ist. Werner sprach von der Aufgabe, die wir haben. Es ist eigentlich nicht so sehr die Aufgabe des Weitersagens. Die Frauen tun das ja, sie gehen zum Grab, sie erleben was. Sondern es ist die Aufgabe, in Gottes Gegenwart zu bleiben und zu bitten, dass er erscheint, weil dann werden wir was weitersagen. Wirklich Weitersagen heißt, dass wir das weitergeben, was wir erlebt haben. Die Frauen gehen zum Grab, zwei Männer sind da, das Grab ist leer. Und ihnen wird etwas gesagt. Und all was sie tun, ist, sie gehen zu den Jüngern und sagen weiter, was sie erlebt haben. Wenn wir den Herrn erleben in unserem Leben, wenn es Ostern wird, weil das ist wirklich, wo es Ostern wird, weil wenn wir den Herrn erleben, erleben wir den Lebendigen, den, der auferstanden ist. Dass er wahrhaftig auferstanden ist, wissen wir dann. Und wenn wir was mit ihm erleben, dann haben wir was weiterzugeben. Dann ist es wie diese Frauen, die kommen und den Jüngern etwas weitersagen. Und die finden es wie Geschwätz, wie traurig. Wie oft haben wir in unserem Leben nicht schon erfahren, dass wenn wir das weitersagen, was uns so wichtig ist, dass andere sagen, das kann ich nicht glauben. Oder es hat einfach nicht diesen Wert bei den anderen. Es dringt nicht so tief. Das macht aber nichts. Die Jünger haben es dann später erfahren, dass es die Wahrheit war. Und oft ist es so, dass Gott einen Weg geht. Ich habe gelernt, wenn ich ein Zeugnis gebe, wenn ich über das spreche, was mein Herr getan hat in meinem Leben, und andere können es nicht so ganz begreifen, es ist vielleicht ein Schritt auf den Weg. Auch wenn sie es ganz offen sagen, ich glaube das nicht. Aber gerade da passiert wahrscheinlich, kann was passieren und was Neues zustande kommen. Ich musste an eine Geschichte denken, habe überlegt, wir haben es immer so gemacht, dass wir ganz im Dunkeln, die Kirche wurde ganz abgeschmückt, in St. Vitus war ganz dunkel, wir kamen rein, der Altar wurde geschmückt, die Kerzen draufgestellt und so langsam wurde die Kirche immer heller. Das ist ja dieses Symbol. Ich wünsche es uns, dass das Licht unseres Herrn in unser Leben hineinleuchtet. Wir waren mal in Südafrika, im Winter gibt es oft Feuer und dann müssen wir manchmal in den Bergen mit einem Eimer und einem Sack hingehen und das Feuer ausschlagen. Und es war in dem Winter, wenn es ganz trocken ist im Winter und viel Wind, ist es ganz schlimm mit Feuer. Und wir waren in Zululand unterwegs, ganz weit weg von zu Hause, stundenlang Feuer ausschlagen. Plötzlich war kein Feuer mehr. Es schummelte hier noch so, aber nur in der Nähe. Und es war so dunkel, wie es nur in Afrika sein kann. Da sind keine elektrischen Lichter oder so. Und es war bewölkt so. Es war wirklich so, dass man seine Hand nicht mal hier sehen konnte. Und die ganzen Menschen in der Gegend fingen an zu überlegen, wie kommen wir jetzt nach Hause? In welche Richtung müssen wir gehen? Und die Älteren da, die sich sehr gut auskannten, guckten in dieser Richtung. Und der eine sagte, wir müssen in die Richtung gehen. Der andere sagte, in die Richtung. Und es war ein Hin und Her. Keiner wusste, in welche Richtung zu gehen. Und wir kamen über so einen Hügel und da war ein ganz, ganz kleines Licht, ganz in der Ferne. Es schimmerte ein wenig und einer sagte, das ist Wagijima. Das ist eine Familie, die dort wohnt, am Berg. Und plötzlich wussten alle, dieses Licht hat uns genau den Weg gezeigt. Es war ein ganz kleines Licht. Und trotzdem erfüllte es einen enormen Zweck in unserem Leben. Wenn der Herr, wenn sein Licht leuchtet, manchmal ist es auch klein, dann wird was neu. Wenn wir dieses weitersagen, sind wir vielleicht so ein ganz kleines Licht für andere. Und das wünsche ich uns, dass es wirklich Ostern wird in unserem Leben. Herr Jesus, du bist auferstanden. Du bist hier. Du kennst deinen jeden von uns und liebst uns. Lass dein Licht in unsere Dunkelheit hineinleuchten.
Gib Trost heute, Herr, für die, die es brauchen. Gib deine Gegenwart, du bist es, der uns Kraft gibt. Komm durch deinen Geist über uns, Herr.